Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und ja, liebe Leute, ich habe euch ja gesagt, dass ich nochmal gucken werde, wie es hier weitergeht mit dieser komischen Tür 109, wo ja beim letzten Mal diese Macht uns verhindert hat, hier reinzugehen. Und ich habe es jetzt tatsächlich rausgefunden, und zwar, ich musste ja das Spiel noch einmal irgendwie nachspielen. Und da bin ich wohl nicht zu Eddie gegangen. Eddie, der kotzende Typ da von der vorletzten Folge. Und da muss ich nochmal hin tatsächlich, um das jetzt zu triggern, dass das jetzt hier aufgeht. Okay, meine Güte. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich Fortschritt und einen neuen Raum zum Erkunden. So, jetzt hier ein. Wie gesagt, das war ein bisschen mysteriös gemacht tatsächlich, aber hier ist doch auch nichts. Kann die Tür nicht öffnen. Ah, doch. Oh. Cutscene. Okay. Ich bin mal ruhig. Oh, it's you. Yeah, I'm James. Angela. Angela, okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But you're the same as me. It's easier just to run. Besides, it's what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? I'm sorry. It's okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? Just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. At least, I don't think so. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? You hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Okay, diese Angela vom Friedhof, das war die Frau vom Friedhof und die ist ziemlich verrückt. Was man sich ja,
Ich habe ein Bündnisheft. Siehst du, als gäbe es hier versüßlich. Das kann man sich denken, dass die Leute hier versperrt bei dem ganzen Scheiß, der hier abgeht. Hier ist ein Gebälle zu sehen. Es gibt nichts wirklich Interessantes. Ich hatte irgendwie gehofft, da entsteht so eine kleine Romanze zwischen denen. Ich weiß auch nicht. Ich meine, unsere Frau ist ja tot. Deshalb. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall sehr interessante Cutscene. Sehr traurig auch das Ganze. Auf dem Boden liegen Magazine herum. Hier gibt es nichts Ungewöhnliches. Da ist ein fetter Spiegel. Sonst gibt es hier nichts, okay. Aber, hey, immerhin, wir sind storymäßig ein bisschen weitergekommen. Alles nur, weil ich im Nachspielen nicht bei Eddie gelandet bin. Ja, Mensch. Schön Musik da. Okay, wir haben hier Pistolen. Tja. Was? Ein Plüschtier. Gehörte wohl dem Kind, das hier früher lebte. Das gibt's hier nicht. Ich habe ja jetzt irgendwie gehofft, dass wir hier einen Schlüssel finden und so. Aber Moment, da waren ja auch noch andere Türen, die zu waren, wegen dieser komischen Macht. Na, wartet mal, da waren doch noch andere Türen. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Da war doch ein zweiter Stock. Ja, da waren wir auch noch. Genau. Aber die ist abgeschlossen da oben. Die 209. Gehen wir mal zur 209. Mal gucken, ob wir jetzt da was machen können, tatsächlich. Ja, krass mit Angela, ne? Was mit ihr ist. Sie sucht auch ihre Mutter und ist sich aber auch nicht sicher, ob sie dich erfinden kann. Genauso wie wir eigentlich unsere tote Frau finden. Ja, nee. Verdammt! Treppe im ersten Stock. Ja, aber das ist doch die 109. Warte, wir gehen doch mal da rein. Hä? Also nochmal möchte ich eigentlich nicht in der Lösung gucken. Ja, wobei, das war ja eigentlich nur ein Bug. Beziehungsweise ein Fehler von mir im Prinzip. Aber, nee, das möchte ich mir aufsparen, dass ich jetzt. Wir gehen nochmal hier rein. Hier ist auch kein Schlüssel oder so. Kein Schlüssel, nichts hier auf dem Boden. Fetter Spiel, dass man den vielleicht hier machen kann. Irgendwie. Ich weiß, ich denke immer kompliziert, aber warum denn nicht? Hier ist sonst nichts. Okay. Ist sonst gar nichts. Weil das ist auch der Raum neben der Treppe, deswegen. Ist hier nicht ein Schlüssel für uns hier für den Hof. Hier ist gar nichts. Wir sind jetzt zwar storymäßig ein bisschen was weitergekommen, aber sonst gibt es hier auch nichts. Verdammte Axt! Warum geht der nicht? Sonst haben wir hier ja wirklich alles gemacht. Und da unten ist die vielleicht jetzt auf? Die Treppenhaustür? Aber wo sollen wir da noch? Ah, da könnten wir vielleicht in das dritte Obergeschoss, ne? Mal gucken, ob das jetzt da offen ist. Da oben die Tür in der Ecke, weil sonst muss ich tatsächlich noch mal gucken, ne? Das tut mir dann leid. Abgeschlossen. Wir haben 2 von den 5 Münzen. Haltet mal gerade. Ich, verdammt. Mein Handy ist auch fast leer, ne? Aber wisst ihr was? Das rufe ich jetzt. Das ist mir gerade egal, tatsächlich. ich schaue jetzt einfach in der Lösung tatsächlich. Auch on the fly. Das kann nicht sein. Ich meine, wir haben alles hier geholt eigentlich. So, aber wartet mal, wir müssen eine Dings jetzt tatsächlich leer lassen. Ne? Okay.
haben wir denn, wie viele Münzen haben wir? Wir haben 2 Münzen, ne? Wir brauchen, also es sind ja 5. Ne? Und da sind ja auch gewisse Felder, die leer sein können. Das ist die Frage. Wir haben die Häftlingsmünze, wir haben die Schlangenmünze. Und ja, wir müssen tatsächlich nochmal. Okay. Ah, okay, alles klar. Wir sind hier schon richtig, tatsächlich. Bei diesem Müllding. Ja, das ist jetzt tatsächlich so ein Hinweis, der mir sagt, so, okay, wir müssen das hier. Nee. Das kann man hier nicht verwenden. Das ist gerade ein bisschen merkwürdig, tatsächlich. Weil, ach, okay. Ich glaube, das hat es da mit diesem. Ah, schaut mal. Das hat es da mit diesem Kreis auf sich. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ist dieser Kreis bei diesem Müllschlucker? Jetzt weiß ich warum, weil wer da diese Dosen benutzt, so ein bisschen. Ja, das Ganze ist sehr abstrakt. Ne? Keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll, tatsächlich. Aber das probieren wir jetzt einfach mal. So. So, das war jetzt definitiv das letzte Mal, dass ich in eine Lösung geschaut habe. Für dieses Projekt. So, dann stapfen wir mal. Ist doch hier, oder? Ja, wir sind auch vorbeigelaufen. Ich Idiot. Genau hier. Dann hier. Wie soll man darauf kommen, dass man die Flaschen hier wegschmeißen muss? Also wirklich. Kann ich nicht verwenden. Ah, weil ich nicht genau davor stehe. Jetzt kann man es. Okay. Ja. Sieht aus, als hätte es gelöst. Okay. Das hat sich jetzt gelöst. Ach, und dann einmal runter, oder was? Okay, der hat sich gelöst, der Abfall. Ist jetzt die Frage. Was wäre das dann? Wo ist die Treppe? Hinter mir. Okay. Wenn wir dann einmal runterstapfen. Einmal unter die. Unter dem. Hier. Geht raus. Irgendwo hier muss doch der Müll sein, den wir. Ah, wartet mal. Okay, ich muss da nochmal reingucken, tatsächlich. Ja, sorry. So. Auf der rechten Seite. Warte mal. Was ist hier? Das Ganze jetzt nochmal an, wo sich der ganze Müll angesammelt hat. So, wo hat sich denn hier Müll angesammelt? Ja, das war doch da in der Tonne, Mensch. Das ist doch alles in die Tonne gefallen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Hier. Aber hier kann man, das kann man vergessen. Wartet mal. Ach, ich bin ja komplett raus. Wartet mal. Nee, das muss. Komplett raus muss man ja nicht. Wartet mal. Hier vorne raus. Okay. Ja, jetzt verstehe ich das. So. Was hier?
Oder ist das hier tatsächlich? Ich habe keine Ahnung. Falsch gelaufen. So, ja, das ist gerade eine Sucherei, ne? Das ist echt, echt komisch, das Ganze so. Wo ist denn das? Wo soll denn das sein? Verdammt nochmal. So. Wo sich der Müll ansammelt. Irgendwo muss ich hier Müll ansammeln. Hä? Bin verwirrt. Bin total verwirrt gerade, Freunde. Irgendwo muss hier eine Müllstelle sein. Hier ist ja auch nichts, ne? Hier irgendwo ist, nee, aber hier sagt er ja auch nichts zu. Hä? Ich bin da total. Ich bin verwirrt, wie ihr merkt. Ich habe keine Ahnung. Ach! Ja, okay. Der Müllzug ist zerrissen und der Inhalt überall verstreut. Alles klar. Was ist das? Ah, so ein Klatschmagazin. Die Polizei gab heute bekannt, dass Walter Sullivan, der am 18. dieses Monats für den brutalen Mord an Billy Locane und seiner Schwester Miriam verhaftet worden war, am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle Selbstmord beging. Laut Polizeibericht stach sich Sullivan mit einem Suppenlöffel in den Hals und durchtrennte dabei die Halsschlagader. Suppenlöffel? Das ist doch das, was die Angela eben auch gemacht hat. Als der Wärter ihn fand, war Sullivan bereits an Blutverlust gestorben. Der Löffel steckte 5 cm tief in seinem Hals. Meine Güte. Ein alter Schulfreund von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt Pleasant River sagte, er sah nicht, wie einer aus der Kinder umbringen würde. Aber ich erinnere mich, dass er kurz vor seiner Verhaftung alle möglichen seltsamen Sachen sagte, wie zum Beispiel, er versucht mich zu töten, er versucht mich zu bestrafen, das Monster, der rote Teufel, vergib mir, ich hab's getan, aber ich war es nicht. Was? Der Schulfreund fügte dann hinzu, wenn ich jetzt darüber nachdenke, war er wohl ein bisschen durchgedreht. Ja, so wie alle hier, ey. Ja, aber das kann man ja verstehen, also ich meine, bin da so... Wenn das tatsächlich hier die ganze Zeit so krass abgeht, dann würde ich auch verrückt werden. Ja, okay, hier war's. Es war nicht in der Mülltonne. Okay, das heißt, wir können wieder rein. Und können dann jetzt, da wir 3 Münzen haben, scheinbar, dieses Rätsel lösen. Dieses Münzenrätsel. So, und mehr schaue ich jetzt tatsächlich nicht nach. Ob die Lösung des Münzenrätsels. Wow. Gott, was ist denn hier los? Ne, wir sind zu weit. Geh wieder runter. Weil auf die Lösung des Münzenrätsels möchte ich tatsächlich selber kommen jetzt. So, das reicht jetzt mit Tipps und Tricks hier. So, aber wie gesagt, wenn man ein Let's Play macht, blindes, und man nicht weiß, wie man weiterkommt, dann muss man ab und zu mal schauen. Es tut mir leid. Auch vor allem, wenn das so komisch kritisch und ohne Hinweise hier, ja, sagen wir es mal, vor die Nase geklatscht wird. So, dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen Uhren nach diesen Münzraum. Wo war denn der jetzt? Der war, glaube ich, unten. Der war, glaube ich, unten, ja. Genau, wartet mal, der war doch da unten. Ne, 203. Ah, ne, 203. Der war, glaube ich, da. Ah, 105. Okay. Wir gehen die Treppe runter. 105, der ist hier gegenüber. So, das heißt, wir haben jetzt endlich wieder Fortschritt. Und ja, dann hoffe ich, dass euch diese Folge hier trotzdem gefällt, auch wenn ich jetzt eben mal nach einer Lösung gucken musste.
So, dann schauen wir uns das doch nochmal an. Welche wirst du denn rausnehmen? So, nimm die mal raus. Und liest dir nochmal den Hinweis. So, auf dem Tisch ist etwas geschrieben. Drei glänzende Münzen. Okay, wir haben alles. Kommen in fünf Löchern kommen zu liegen. An dem einen Ende der Verführer von ihr lauert der Wind hinter der Frau. Hervorspielt der Verführer einem Ende. Wir haben einen alten Mann, aber so, warum ist jetzt mein, ach so. So, jetzt sind wir wieder dunkel, ich muss sparen für die Uhr. So, die Formlose, nun am weitesten liegt von ihr und mich dauert. Der Alte nicht neben der Schlange, sondern zur Linken der Gefangenen, wo es kommt. Okay, was haben wir für Münzen hier? Warte mal, was haben wir für Münzen? Wir haben einmal Häftling. Alter Mann, Schlange. Ah, wir haben eine Häftlingsmünze. Häftling, alter Mann, Schlange. So. Auf dem einen der Verführer von ihr lauert. Das scheint der Häftling zu sein. Der Wind hinter der Frau. Alles fliegen. Formlose Müll am weitesten liegt von ihr. Und mich dauert. Der Alte nicht neben der Schlange. Okay, dann haben wir die beiden. Zur Linken, wo der Gefangene zu liegen kommt. Zur Linken der Gefangene, wo er zu liegen kommt. Ich glaube, dass da der Gefangene rechts rein muss. Hoffe ich mal. Das müsste ich jetzt nämlich selber rausfinden, tatsächlich. So, Mütze, Häftling, das ist auf der rechten Seite. So. Okay. Gut. Kann man das jetzt nochmal lesen? Ah, das kann man nicht mehr lesen, wenn man dann eine Münze drin hat. Okay, dann haben wir den Gefangenen auf der rechten Seite. Okay. Dann. Im einen Ende der Verführer von hier lauert. Ja, das ist der Gefangene dann. Der Wind hinter der Frau hervorspielt. Ja, alles. Ja, wir haben hier keine Frau. Die Formlose. Null, am weitesten liegt von ihr. Okay, das heißt, neben dem Gefangenen ist eine frei oder was? Und mich dauert der Alte nicht neben der Schlange, sich sonnt. Zur Linken der Gefangenen, wo er zu liegen also, Schlange, zweite von links. Gefangener ganz rechts. Hier ist einfach der Alte. Alte ist dann neben dem Gefangenen. Die Schlange. Zweiter von links. Ja. Falsch. War klar. Shit. Okay. Dann nehmen die alle nochmal raus. Lesen wir uns das Ganze nochmal durch. So. An dem einen Ende der Verführer von Bellarmat. Der Wind, das verstehe ich nicht. Der Wind hinter der Frau hervorspielt und ihr Haar lässt fliegen. Der Wind hinter der Frau. Das heißt, das war schon korrekt, so liegt am weitesten. Der Alte nicht neben der Schlange sich sonnt. Zur Linken der Gefangenen. Ja. Hä? Hab ich doch. Das habe ich doch so gemacht. Nicht neben der Schlange. Warte mal, lass mich mal überlegen. Nicht neben der Schlange. Die Schlange muss ja dann auch. Alleinstehend sein, quasi, ne? Weil links und rechts von der Schlange, weil die da gesagt haben, von wegen, dass da nichts ist. Der Gefangene kann natürlich auch sein, dass er auf der linken Seite ist.
auf der linken Seite und dann der Gefangene, der alte Mann rechts daneben und dann das komplett rechts leer ist. Das ist jetzt die Frage, warum haben die das das ganz links dann quasi leer ist? Wartet mal. Ich lese mir das nochmal durch. Wartet mal. So. An dem einen Ende der Verführer. So, das ist der Häftling. So. Der Wind hinter der Frau. Die formlose Sonne liegt am weitesten von ihr. Der alte, nicht lebende Schlange sich sonst. Der linken Deck ist des Gefangenen. Okay, die Frage ist, wo ist der Gefangene? Weil die Schlange muss ja alleine stehen. An dem einen Ende der Verführer von ihr lauert. Der Wind hinter der Frau hervorspringt und die Haare ziehen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Okay. Vielleicht, dass die Schlange rechts ist. Und der Häftling in der Mitte. Der alte nicht. Okay. Dann habe ich jetzt noch. Ja, dann ist links tatsächlich frei. Ne? Nicht, dass die Schlange der Verführer ist. Weil man sagt ja auch, die verführerische Schlange. Ne? Das kann tatsächlich sein. So, wartet mal. Dass die Schlange dann rechts drin ist. Neben der Schlange ist ja nichts, ne, laut den Hinweisen. Dann haben wir den Häftling. Den würde ich tatsächlich mal. Also das bleibt frei dann, ne? Am weitesten entfernt hier bleibt auch frei. Okay, dann hier Häftling. Und dann. Ah nein, stopp! Stopp, der Alte, der bleibt links neben dem Häftling. Das heißt, wir müssen den Häftling nochmal rausnehmen und den alten Mann da einsetzen. So, und dann den Häftling rechts daneben. Ich weiß jetzt nicht, was ist denn... Was geht das hier so? Das war's. Der Schlüssel zum Haus. Das war's. Die Schlange war der Verführer. Okay. Ja, also es hat. Oh, das ist mein Uhr. Dann war die Schlange der Verführer und nicht der Häftling. Okay. Ich hatte ja beides im Sinn, quasi. Aber. Naja gut, okay. Man muss einfach mal manchmal um die Ecke denken. Alles klar. Da bin ich froh, dass ich das jetzt endlich mal alleine geschafft habe. Okay, Freunde. Gut, dann würde ich mal sagen, jo, speichere ich mal zwischen. Weil ich ja gleich wieder cutten muss. Gut, Freunde, würde ich sagen, haben wir doch diese Folge wieder ein bisschen was geschafft. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke unten. Würde ich mich sehr freuen. Sieh es gerne weiter, den Kanal. Und ja, ich sehe weiter jetzt selber beim nächsten Mal. Und ja, da würde ich sagen, einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.